wenn ich Heimweh habe, dann probiere ich einerseits zu einem Ort her, wo mich ein bisschen an einen Graubünd oder an die Schweiz erinnert. Oder mache Aktivitäten, die ich auch daheim in der Schweiz gerne mache. Das kann sein Skifahren. Dann heisst das halt, dass man vielleicht mal eine Woche nicht muss 3-4 Stunden so her Auto fahren, um Skifahren können. Oder eben einfach auch viel aus in die Natur. Das erinnert mich auch an meine Heimat. Oder was ich dann wirklich probiere im Alltag zu machen, wenn ich halt nicht irgendwo etwas unternehme, kann ich wirklich mir auch vorstellen. Ja, ich denke viel an meine Grosseltern, wie sie so ein bisschen aufgewachsen sind und wie auch noch die Zeit war, die ich mit ihnen zusammen hatte. Und das sind so Orte, wo ich mir dann so ein bisschen wie vorstelle, um ein bisschen wie so herbeimen, ja, nach Graubünden so ein bisschen. Und das Gefühl dann auch ein bisschen stillen, so ein bisschen das Einfache, das ich zum Teil auch vermissen kann an Graubünden. Ich bin in Ilanz aufgewachsen und bin dort auch in der Primarschule. Genau, meine Eltern und meine Familie, also auch meine Schwestern wohnen in Ilanz. Und ja. Mein Papa ist aber vom Lugnetz ursprünglich und meine Mama von Siat. Und ja, das sind so zwei Regionen, wo ich dann auch gerne bin, wenn ich in der Schweiz bin. Aber das Rätoromanisch hilft dir nicht wirklich in Schweden? Oh nein, nicht. Also von der Sprache her überhaupt nicht. Nein, da kann ich schon mit dem Schweizerdeutschen mehr. Hat mir das mehr geholfen, zum Schwedisch zu lernen. Aber das Rätoromanisch und so ein bisschen zweisprachig aufwachsen, ich glaube, das hat mir generell geholfen, dass ich es relativ leicht habe, zum neue Sprachen zu lernen. Das definitiv. Und ich rede ja mit Estelle, mit meiner Tochter. Und auch mit meiner Bonustochter, mit der Alessia, reden mit ihnen Romanisch. Ja, und ich habe mir das wirklich, als Estelle auf die Welt kam, vor 2 Jahren,
habe ich schon zuerst gedacht, wow, ich würde so gerne Rätoromanisch mitgeben. Das war immer so, das ist ein Herzenswunsch von mir. Aber ich habe dann auch gedacht, ich muss ein bisschen offen, oder muss, ich möchte offen sein. Vielleicht kommt dann halt auch die Schweizerdeutsche, wenn sie dann geboren wird. Und dann ist es halt dann eher diese Sprache. Aber es war wirklich halt das Romanische, das einfach sofort da war, so natürlich. Und darum rede ich mit ihr ja, Rätoromanisch und hoffe, dass sie das irgendwann auch reden wird. Also ja, bin ich fast überzeugt, sie reden es mittlerweile auch. Ja, aber die Schweizerdeutsche halt dann nicht. Das, wäre zu viel im Moment, zum Schweizerdeutsch auch noch reden mit ihr. Ich bin schon so lange da, aber was mir halt am Anfang so irgendwie extrem gut gefallen hat, ist wirklich sie. Ich habe gefunden so, dass das Einfache da oben irgendwie, dass alles so ein bisschen einfacher ist. Sei es, wenn man in einen Kaffee geht, man wird nicht so, sozusagen, man holt seine Sachen selber. Eben auch einfacher, irgendwie viele gehen mit dem Velo auch arbeiten. Man geht mit dem Velo auch arbeiten im Winter oder wenn es regnet. Und Work-Life-Balance, das ist mir auch so, das war ja das ist auch ein Grund, gewesen, dass ich auch hierher wählen habe, weil da oben die Familie halt so wichtig ist auch. Ja, mir ist einfach da halt immer auch gesagt worden, Tanja, das ist nur dein Job, das ist nicht dein Leben. Und das ist mir bei, also das ist mir im Job gesagt worden und ja, und es hat mich auch überrascht, also von jemandem aus der Führungsposition, nicht irgendwie, wo im Leadership sitzt. Ja, und wenn auch mal etwas ist, irgendwie auch mit den Kindern oder so, es ist einfach das, genau das ist auch etwas, was mir in den Sinn kommt gerade. Ich weiss noch, ganz am Anfang, als ich hierher gekommen bin, hat irgendjemand eine Präsentation gemacht, da waren glaube ich 200 Leute in dem Saal gewesen. Und dann hat es einfach so geheißen, ja, ich kann heute jetzt hier nicht dabei sein, irgendwie live, darum bin ich zugeschaltet, weil mein Kind ist krank und ich bin jetzt daheim und so. Und ich kann auch nur eine halbe Stunde. Und ich weiss, ich bin auf dem Sessel gesessen irgendwie und bin fast erstarrt, weil ich gedacht habe, yes, es geht so unprofessionell irgendwie, wie kann man nur. Und dann habe ich so rumgeschaut im Saal und alle waren ganz ruhig gewesen, und niemand hat darauf reagiert. Dann war alles ganz normal gewesen. Und dann ist mir einfach bewusst worden, da ist das einfach normal, irgendwie, wenn deine Kinder krank sind, dann bist du daheim und dann wird zu denen geschaut und das ist okay und dann machst du den Job, wenn du kannst. Und ja, so Sachen. Oder man sagt auch mehr beim Arbeiten seine Meinung und das ist mir gerade letztens auch wieder gesagt worden, Tanja, wir sind doch nicht in der Schweiz, es ist nicht so hierarchisch, kannst du auch sagen, was du denkst. Ja, es ist so ein bisschen, es ist weniger ernst, finde ich, beim Arbeiten, das merke ich schon, dass so, der Mensch steht mehr im Zentrum. Finde ich. Und das ist etwas, was mir auch gut gefällt, wo ich völlig dahinter stehe und wo ich finde, viel mehr Unternehmungen sollten ja, den Menschen noch viel mehr ins Zentrum stellen beim Arbeiten, weil es um uns geht. Ja, also die Schweden sind schon stolz auf ihre Königsfamilie. Definitiv. Und vor allem auch auf die Victoria und den Daniel. Ich glaube, die machen das so gut. Die sind so sympathisch und irgendwie so nahe, auch irgendwie beim Volk. Und ja, von dem her, also die Königsfamilie ist. Die meisten Schweden, glaube ich, sind auch stolz auf die Familie und finden es, glaube ich, auch gut, dass es sie noch gibt. Natürlich gibt es da die kritischen Stimmen, die finden, sie kosten zu viel Geld. Aber sie machen natürlich schon einen guten, repräsentativen Job auch. Ja, im Ausland und haben ein positives Image eigentlich und sind sehr auch nahbar und ja, relativ einfach unterwegs. Die Königsfamilie tut eigentlich nur da Geschäfte oder Leute in Empfang nehmen. Aber wohnen tut niemand von der Königsfamilie da. Die wohnen eigentlich alle so, haben so ein bisschen ihre verschiedenen Wohnsitze rund um Stockholm. Genau, aber ja, und ich glaube Prinzessin Madeleine wird gesagt, dass sie zurückzügelt, glaube ich, diesen Sommer wieder nach Schweden von den USA. Und sie zügelt dann, glaube ich, wirklich hier in die Stadt rein. Ja, nicht ganz so weit weg von hier eigentlich. Silvia und der Karl Gustav, die wohnen in Eckerö. Das ist so eine kleine Insel, genau hier in Stockholm. Das ist vielleicht von hier aus, boah, ich weiß gar nicht, vielleicht mit dem Boot eine halbe Stunde. Ja. Also weißt du, was ich vermisse an Graubünden, ist so zum Beispiel die Communities, dass man so
ich weiß auch nicht, das ist so, alle kennen ein bisschen einander und man fühlt sich als Teil mehr von einer Gruppe. Das kann ich auch zum Teil so ein bisschen vermissen, dass man sich als Teil fühlt von etwas. Das ist mehr halt so Grossstadt und ja, ein bisschen individuell unterwegs. Das vermisse ich so ein bisschen an Graubünden. Gut, ich glaube schon, dass ich zum Teil direkter bin als so der Durchschnittsschwede. Dass ich zum Teil Sachen deutlicher kann ansprechen kann. Ja, so ein bisschen vielleicht das... Ja, das ist vielleicht mehr der Bündner, der so ein bisschen unverblümt einfach pam 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 sagen, wie die Sachen gerade so sind. Und nicht, weniger so indirekt. Und dann auch, der Schwede muss natürlich immer, oder hat ein grosses Bedürfnis, wenn es darum geht, um eine Lösung zu finden oder ein Problem zu bearbeiten, dann nimmt man alle mit rein und irgendwie alle werden nach ihrer Meinung gefragt etc. Und es will niemand dann richtig beschliessen oder etwas beschliessen. Und dort bin ich zum Teil entschlossen, also kann man jetzt einfach einen Beschluss fassen und das ausprobieren und zack, 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 das machen. Ach, so Sachen, so, ja, bei so Themen. I think that she has this structure as a persona, which I think in the lifestyle that we live, I think it's super nice to have, because she's a doer, she gets things done, she's highly efficient, and I think that, I don't know if it's a character from Tanya or if it's a generic Swiss character, although that's something that it's so nice to have in her family, because she's the one that pushes for things and get things done as well. Yeah, I think that with we would say the chemistry that we have together, it's quite adaptive, and I don't necessarily see that it's the place itself that can be challenged some, because I think that we're quite good in adapting. And here in Sweden, now that we also have small kids, I think it's wonderful to be able to live in a place like this when they're so tiny. I mean, our 6-year-old and a 2-year-old. I think also here that the culture around family is it's so respected, and it simplifies our personal journey, our work-life balance. So when they're small, at least, I think it's super nice being here in Sweden. Because I am an ocean person. For me, the waves and the sea and the ocean is it's a strong element that I long after. Coming here to Europe, it was a bit different after being in Australia and Peru, spending so much time in Indonesia. I think that Tanya, with her background, her desire and her love for the mountains, was able to also give me some of those elements back into my life. That I longed after the ocean, now I love the mountains, I love spending time in the mountains, and we're completely open, for sure. Whether if it's going to be in Switzerland or somewhere else, it's we want to get through this period with our daughters first, which is so nice being here in Sweden. Eventually, when they get older, yeah, absolutely. I think it's something that we're probably going to reconsider. Ja, die obligate Frage: Was bedeutet der Steinbock für dich? Der Steinbock ist Heimat für mich. Ein wunderschönes Tier, ein spezielles Tier, das man ja nicht so häufig sieht. Von dem her eben speziell. Und auch so ein bisschen das mit dem harten Grind auch, finde ich. So ein bisschen mit dem Grind ein bisschen durch die Wand. Ja, der Elch ist auch schön. Der Elch hat auch etwas Majestätisches. Aber der Steinbock. Oh, der hat halt noch die Übersicht, weil er so schön auf diesen Bergen oben ist und kann oben runterschauen und ist ein bisschen spritziger und schneller unterwegs und vielleicht ein bisschen geschickter auch als der Elch, der ein bisschen mehr kräftig ist und ja. Die Übersetzung Pacific auf Schwedisch, das ist so ein Lifestyle. So ja, vielleicht auf Schwedisch, genau. Ein Wort, das schön ist auf Schwedisch, ist so ein bisschen mehr müssit. Also so, dass man es ein bisschen so gemütlich hat und gemütlich. Ja, das könnte einfach noch passen mit Pacific.
wenn ich Heimweh habe, was ich auch mache, ist, dass ich aber ich höre viel Radio morgen, Radio Romansch oder SRF 1, auch Graubünden. Und so fühle ich mich auch, auch über das Radio, ganz altmodisch, ich bin auch noch sehr verbunden mit der Heimat. In Stockholm gewesen, in Schweden. Wo sind wir denn da jetzt? Jetzt sind wir hier in Sjat, genauer gesagt in Mulec. Das ist auf Meiensees, wo früher meine Grosseltern waren mit den Kühen und wo heute einer meiner Lieblingsplätze ist. Wir sind vor allem im Sommer, ich habe auch schon gedacht, wäre mal schön einmal im Winter hierher gekommen. Da hinten ist ja auch gerade der Vorab und Krab St. John, Krab Masel. Also man könnte theoretisch auch mit den Ski runterkommen. Das wäre vielleicht schon mal etwas. Eben, es hilft mir mega, zum oben runterzukommen. Das sicher, es ist so ruhig. Und dann ist sicher immer eine Balance. Und das ist aber, glaube ich, ein bisschen generell mein Leben. Ich habe gerne verschiedene Sachen. Ich habe gerne, wenn etwas läuft. Und ich glaube, ich brauche das ein bisschen. Einerseits die Ruhe, die Berge, die Natur da. Und dann andererseits auch wieder Schweden, Stockholm, meine Stadt. Ich habe das gerne, wenn so verschiedene Sachen ein bisschen sind im Leben. Und es ist schon nicht immer ganz einfach, weil es wirklich immer wieder so ein Balanceakt ist. Aber es ist ein bisschen auch the story of my life, glaube ich, ein bisschen, dass ich immer wieder so in so Situationen bin. Können wir da keine Gedanken, irgendwann in der Zukunft wieder, doch wieder ins Graubünden, zur Selva? Oder ist das kein Thema? Doch, die Gedanken habe ich schon immer wieder. Absolut, die habe ich schon immer wieder. Und einerseits eben kann ich es zum Teil auch vermissen, wenn ich da bin, denke ich, wow, wäre schon lässig, wieder auch da zu sein. Und andererseits mache ich mir glaube auch nichts vor. Ich glaube, es wäre ich hätte wahrscheinlich auch wieder einen Kulturschock zum Zurückkommen, weil gleich auch vieles auch wirklich halt auch anders ist. Und ich probiere, um es so zu geniessen, wie es ist, und ein bisschen beides, die besten Seiten von beidem können mitzunehmen. Und so wäre glaube mein Traum für die Zukunft, dass ich ein bisschen in beiden Ländern kann leben. Im Moment ist es mehr Schweden, halt auch weil die Kinder noch klein sind. Aber vielleicht in Zukunft könnte ich mir schon vorstellen, wieder ein bisschen mehr Zeit auch hier zu verbringen und so ein bisschen, vielleicht ein bisschen in beiden Ländern. Seit meine Tochter, seit Estelle auf die Welt gekommen ist, merke ich schon, dass ich es noch mehr vermisse, die Heimat. Weil ich auch so spüre, dass ich rede ja mit ihr romanisch. Und ich habe so gespürt, ich möchte ihr irgendwo so die Werte, bisschen, die ich durfte, mit denen ich durfte, aufwachsen durfte, dass ich die ihr gerne auch mitgeben will. Und das ist jetzt sind wir in Schweden vor allem und sie kriegt das ein bisschen weniger mit und denkt zum Teil schon, da wird sie etwas vielleicht verpassen. Und eben dann halt meine Eltern auch. Ja, merke schon, dass, also für sie ist es auch nicht einfach, für meine Eltern, aber sie würden sich schon, also das weiss ich, sie würden sich wünschen, dass wir wieder zurück würden kommen. Und da, mir da wären sie mehr Zeit könnten mit ihr verbringen, absolut. Sind denn deine Eltern oder deine Geschwister, die haben die schon besucht in Stockholm? Ja, Mama, sind alle schon mehrmals da oben gewesen und auch Freunde. Ich habe auch Freunde, die viele gekommen sind. Doch, und da bin ich schon froh und ich freue mich auch jedes Mal. Und auch sonst, wenn sich so ein bisschen generell Schweizer oder ich habe dann auch Leute, die mich zum Teil fragen, hey, ich habe Freunde oder einen Kollegen, die auf Stockholm kommen, keine Tipps und so. Das mache ich dann aber so gerne und ich treffe auch gerne Schweizer. Wenn sie auf Stockholm kommen, das mache ich auch gerne. Ich bin auch gerne bei meinen Grosseltern ein bisschen in der Sommerferien gewesen, einfach. Meine Grossmama ein bisschen auch malen. Sie haben früher auch noch Herdöpfel gehabt, die wir dann zum Teil auch geerntet haben. Da kann ich mich auch noch daran erinnern.
Und ich kann mich auch daran erinnern, wo mein Grossvater seine letzten Kühe verkauft hat. Das ist mir auch noch recht so, ja, geblieben irgendwie. Und er da zu seinem, ja, zu seinem Job, zu seiner Passion wahrscheinlich auch so Tschüss gesagt hat, dass wir ja, Abschied genommen von dem. Schweden war für mich wirklich so ein Herzensentscheid gewesen. Ich habe in Schweden mal studiert, habe einen Erasmus-Austausch gemacht und das Land hat mich auch fasziniert. Es war so gleichgestellt gewesen, schon damals. Es hat viele Frauen an der Universität, wo Professorinnen waren, sind schwedische Professorinnen. Zu dieser Zeit in der Schweiz, Schweizer Professorinnen, hatte ich keine gehabt, zumindest im Unterricht. Und dann aber auch die Natur, die Weite, der Platz und der Raum, das hat mich auch fasziniert. Und irgendwie damals schon gewusst, wenn ich irgendwann mal im Ausland, vielleicht könnte ich wieder mal Ritterkudo arbeiten. Und nach irgendwie 5 Jahren in Zürich, im Job, habe ich für mich wie gemerkt, ich war damals auch Single gewesen. Und ja, habe mir gedacht, ich habe mich gefühlt wie in einem goldenen Käfig. Und habe für mich gewusst, ich habe so gespürt, ist das jetzt gewesen, ist das mein Leben? Die Schweiz ist so ein fantastisches Land. Und ich wollte einfach noch etwas anderes sehen und dann war für mich wie so ein bisschen klar, mein Herz sagt mir Schweden und darum hat mich das ganz klar so ein bisschen dorthin gezogen. Obwohl es rational null Sinn gemacht hat, um die Schweiz zu verlassen. Aber ja, mein Herz hat mich dorthin geführt. Würdest du in deinem Leben etwas anderes machen? Nein. Weil ich glaube wirklich daran, dass alles, was man in seinem Leben erlebt und alles, was man wählt, dass das einen wieder weiterbringt, man tut sich wieder weiterentwickeln. Und aus dem heraus kann man wieder neue Entscheidungen fällen. Und ich wäre ohne all das, was ich erlebt habe und ohne das, was ich alles gewählt hätte, wäre ich nicht der Mensch, den ich heute bin und wäre ich nicht dort, wo ich heute bin. Darum ist da die Antwort ganz klar eigentlich nein. All about.